herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Build by Science. Mein Name ist Philipp Rauscher und wie ihr seht, habe ich heute mein Whiteboard gegen eine kleine Präsentation eingetauscht, denn das heutige Thema passt nicht auf das alte Whiteboard, denn hier und heute geht es darum, zu untersuchen und uns zu überlegen, wie können wir das perfekte Trainingsprogramm aufbauen, um maximale Muskelhypertrophie zu erreichen. Das bedeutet, welche Variablen müssen wir beachten und wie können wir das Ganze am besten steuern? Zunächst müssen wir uns natürlich fragen, was ist Muskelaufbau überhaupt? Das heißt, beim Muskelaufbau, wenn wir Muskulatur aufbauen wollen, muss unsere Muskelproteinsynthese die Rate des Muskelabbaus, des Proteinabbaus übersteigen. Und das ist ein vollkommen natürlicher Aspekt in unserem Körper, in unserem Stoffwechsel, dass Proteine letztlich nicht nur synthetisiert, sondern auch abgebaut werden. Das heißt, wir müssen allerdings nur hier schauen, dass die Muskelproteinsynthese sehr sensibel auf Training und Ernährung reagiert, wohingegen unser Muskelproteinabbau nur schwach auf Ernährungsinterventionen reagiert und nur geringe Interventionen im Prinzip letztendlich auch notwendig sind, um genau diese Reaktion zu stoppen. Das heißt, wir müssen also letztendlich, oder wir können von zwei Seiten an die Sache herangehen. Einmal, wir reduzieren den Abbau von Proteinstrukturen im Muskel oder wir erhöhen den Aufbau oder natürlich beides. Wobei, wie gesagt, wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die Muskelproteinsynthese, denn das ist der alles entscheidende Faktor und der Antrieb schlechthin. Man sieht das hier ganz gut, Muscle Protein Breakdown, das ist diese Abbaurate an Proteinen im Muskel, beispielsweise nach einem Training. Das heißt, hier haben Greenhalgh und Kollegen eine recht interessante Studie veröffentlicht und hier konnte einfach gezeigt werden, dass wenn wir nach dem Training fasten, das bedeutet gar keine Nährstoffe zuführen, dass der Muscle Protein Breakdown relativ hoch ist. Das heißt, der belastungsinduzierte Proteinabbau ist noch relativ hoch, wenn wir Aminosäuren zugeben und nur eine sehr, sehr geringe Menge an Insulin. Das heißt, man hat versucht, also Aminosäuren zuzuführen, ohne den Insulinspiegel großartig anzuheben, ändert sich hier nicht viel am Muscle Protein Breakdown, wohingegen wir mit Medium Insulin, High Insulin, Very High Insulin mehr oder weniger immer die gleichen Effekte haben. Was heißt das für unsere Praxis? Insulin ist der wichtigste Teilaspekt zur Reduktion des Muskelproteinabbaus nach dem Training. Geringe Mengen an Insulin reichen hier schon aus. Das heißt, im Endeffekt, diese Medium Insulin ist schon ausreichend oder ist schon bei einem Konsum von einem reinen Whey-Protein ausreichend. Das heißt, wenn wir nur Protein nach dem Training zuführen, nur Aminosäuren, die den Insulinspiegel ein klein wenig anheben, haben wir hier schon die maximale Rate zur Reduktion des Muscle-Protein-Breakdowns erreicht. Und daher müssen wir uns jetzt überlegen, wie können wir die Muskelproteinsynthese steigern. Und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, wie können wir das über das Training machen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Einflussfaktoren wie das Trainingsvolumen, das Satzvolumen, die Trainingsdichte, die Trainingsfrequenz, das Trainingsalter und die Ausbelastung. Und wir wollen das Ganze einfach Punkt für Punkt kurz mal durchgehen, damit wir uns ein Bild davon machen können, wie wir die einzelnen Komponenten denn tatsächlich steuern sollten, wenn wir einen Trainingsplan aufstellen wollen, der für maximale Muskelhypertrophie zuständig ist, beziehungsweise der die Proteinsynthese in maximalem Umfang letztendlich steigern soll. Wir haben zum einen das Trainingsvolumen. Entscheidend zur Stimulierung der Muskelproteinsynthese ist eben dieses Trainingsvolumen und ein höheres Trainingsvolumen führt dazu, dass wir eine stärkere Stimulierung der Muskelproteinsynthese haben. Aber das zunehmende Volumen korreliert dann letztendlich auch mit einer geringfügigen Effizienz. Das heißt, je mehr Volumen wir in den Plan letztendlich einbauen, desto ineffizienter wird es. Also man könnte sich das vorstellen, dass zwei Sätze deutlich besser sind als ein Satz, drei Sätze sind immer noch besser als zwei Sätze, vier Sätze wiederum sind nur geringfügig besser als drei Sätze, fünf Sätze haben nur noch eine ganz geringe Relevanz gegenüber vier Sätzen. Wir müssen also hier letztendlich nur darüber nachdenken, wann ist dieser Punkt, an dem das Ganze kippt, an dem wir also keine Relevanz mehr haben, keine praktische Relevanz, dass wir sagen, jetzt profitieren wir tatsächlich noch davon, beziehungsweise ab wann driften wir dann in eine Überlastung. Das heißt, wo wir einfach sagen, jetzt geht es nur noch zulasten unserer Regeneration. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, je höher das Trainingsvolumen, desto effektiver ist letztendlich auch die Muskelproteinsynthese stimuliert.
Beim Satzvolumen denken wir in erster Linie an die Wiederholungszahlen pro Satz. Die Wiederholungszahl pro Satz steht in keinem negativen Zusammenhang mit der Stimulierung der Muskelproteinsynthese, wenn der Satz bis zum Versagenspunkt ausgeführt wird. Darauf kommen wir nochmal speziell zu reden im Bereich der Ausbelastung. Aber entscheidend ist hier weniger die Wiederholungszahl, sondern auch hier wieder mehr diese Gesamtworkload, also das komplette Trainingsvolumen. Es gibt hier ganz nette Studien, die das letztendlich auch gezeigt haben, dass es keinen Unterschied macht, ob wir jetzt im Bereich von 10 Wiederholungen arbeiten oder im Bereich von 3 Wiederholungen mit sehr schweren Gewichten. Solange der Gesamtworkload gleich ist, haben wir in Sachen Hypertrophie keine signifikanten Unterschiede. Der einzige Unterschied liegt letztendlich darin, dass die Gruppe, die mit sehr schweren Gewichten trainiert, den höheren Kraftzuwachs zu verzeichnen hat. Also hier muss man natürlich ganz klar abwägen, was ist die Hauptzielsetzung, Kraft oder Hypertrophie. Wenn Hypertrophie letztendlich das Hauptziel ist, dann sind wir mit den Wiederholungszahlen relativ frei, wie wir auch nachher noch sehen werden bei diesen Ausbelastungsstudien. Hier wurde teilweise nur mit 30% One Repetition Maximum trainiert und trotzdem konnte die Muskelproteinsynthese maximal stimuliert werden. Dann haben wir die Trainingsdichte, das heißt, wir verstehen jetzt hier im Falle der Trainingsdichte einfach die Pausenzeit zwischen zwei Trainingssätzen. Macht das einen Unterschied, ob wir lange Pausen oder kurze Pausen machen? Und hier konnte man herausfinden, längere Satzpausen verstärken die Resonanz auf die Muskelproteinsynthese. Das heißt, die Reaktion der Muskelproteinsynthese ist bei langen Pausen höher. Das heißt, sind längere Pausen tatsächlich produktiver? Untersucht wurden hier vor allem in zwei interessanten Studien, hier in der Studie von McCantry, 5 Minuten Pause gegen 1 Minute Pause. Und genau hier konnte das nachgewiesen werden, dass einfach die Muskelproteinsynthese besser anspringt auf die längeren Pausen. Die Frage ist natürlich nur, wie relevant ist das denn tatsächlich auch für die Praxis? Nehmen wir beispielsweise an, wir haben 90 Minuten Zeit, unser Training zu absolvieren. Wenn wir natürlich zwischen jedem Satz 5 Minuten Pause einbauen, werden wir ein geringes Gesamtvolumen hinbekommen. Würden wir stattdessen die Pausen letztendlich kürzen, würden wir wahrscheinlich mehr Gesamtvolumen hinbekommen in dem Training, könnten also mehr Gesamtvolumen trainieren, hätten einen höheren Workload und das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann die vielleicht minimal negativen Effekte einer kurzen Pause wieder übertrumpfen. Aber das ist jetzt reine Spekulation in dem Sinne. Für Personen, die letztendlich maßgeblich an Kraftzuwächsen interessiert sind, sind die längeren Satzpausen entsprechend noch einmal deutlich wichtiger. Aber wie gesagt, uns geht es jetzt in erster Linie um die Muskelhypertrophie. Die Trainingsfrequenz, das heißt auch hier die Muskelproteinsynthese hat ihren Peak etwa 24 Stunden nach dem Training. Das gilt insbesondere für Anfänger und bleibt dann letztendlich auch erhöht. Und das ist wiederum abhängig vom Trainingsalter, wie lange die Muskelproteinsynthese tatsächlich erhöht bleibt. Also bei Anfängern konnte man 72 bis teilweise 96 Stunden im Extremfall messen. Auf dem anderen Extrem konnte gezeigt werden, dass bei Hochleistungssportlern die Muskelproteinsynthese, sofern diese Sportler kraftmäßig schon sehr ausgereizt sind, nach teilweise 18 bis 24 Stunden schon wieder auf einem basalen Level sind. Aber auch hier gleich noch eine Grafik zu. Eine interessante Studie, eine Meta-Analyse von Schönfeld und Ockborn-Krieger, die einfach zeigen konnten, zwei Trainingseinheiten pro Muskelgruppe und Woche sind einer Trainingseinheit pro Muskelgruppe und Woche deutlich überlegen. Drei Trainingseinheiten pro Muskelgruppe und Woche möglicherweise mit einem noch höheren Effekt behaftet. Jedoch ist hier auch wieder diese Effizienz geringer. Das heißt, auch hier wieder, wenn wir beispielsweise, das ist eine Zahl, die vollkommen aus der Luft gegriffen sind, den doppelten Effekt haben von zwei Trainingseinheiten gegenüber einer Trainingseinheit, haben wir von 3 auf 2 vielleicht letztendlich nur noch einen Effekt von 50% als Beispiel. Einfach nur, um diese Effizienz noch einmal klarzustellen. Aber als praktischer Tipp können wir hier in dem Fall definitiv sagen, zweimal pro Woche jede große Muskelgruppe macht in jedem Fall Sinn. Dreimal könnte gegebenenfalls besser sein. Auch hier muss man sich natürlich letztendlich wieder einstufen. Wie wichtig ist einem das? Ist man Leistungssportler? Ist man Hobbysportler? Hat man auch noch ein Leben neben dem Sport? Wie oft kann man trainieren? Und wie oft kann man vor allem auch sicher trainieren? Das sind ja alles so Aspekte, die man dann beachten muss. Hier sehen wir das Ganze noch einmal im Sinne der Mixed Muscle Protein Synthesis. Dass hier der Untrainierte
später diesen Peak erlebt bei der Muskelproteinsynthese und diese letztendlich auch länger ansteigt und erhöht bleibt, wohingegen der trainierte Sportler relativ schnell nach oben geht mit der Muskelproteinsynthese, diesen Peak erreicht, aber eben auch genauso schnell wieder unten am basalen Level angekommen ist und dann die nächsten Tage erstmal nichts mehr passiert. Das heißt, mit diesem typischen 3er, 4er, 5er Split, wie man ihn vielleicht aus der Bodybuilding-Welt kennt, aus den ganzen Fitnessmagazinen und Co., hat man, wenn man fortgeschritten ist, eigentlich relativ viel Zeit und Potenzial verschenkt. Also man muss hier ganz klar sagen, der fortgeschrittene Sportler sollte eher öfters trainieren, anstatt noch mehr Volumen, noch mehr Intensität in eine einzige Trainingseinheit pro Woche zu investieren. Dann haben wir die Sache mit der Ausbelastung. Das heißt, wirklich repräsentative Studien zum Thema Training bis zum Versagen sind kaum oder gar nicht vorhanden. Das heißt, hier müsste man einfach dann auch letztendlich einmal testen, auf was muss alles gematcht werden. Das heißt beispielsweise auch auf den Workload. Hier gibt es relativ wenig interessante Studien. Eine Ausbelastung führt zu einer Intensitätsminderung in den Folgesätzen und damit zu einer Minderung des Gesamtworkloads. Das heißt, das könnte sicherlich eines der Hauptprobleme darstellen. Das bedeutet, wenn ich im ersten Satz bereits an meine Grenzen gehe, ans Muskelversagen gehe, muss ich die Gewichte in den Folgesätzen reduzieren. Das wiederum führt dazu, dass wir einen geringeren Gesamtworkload haben. Und wie wir gesehen haben, ist das Trainingsvolumen schon sehr, sehr dominant und ausschlaggebend für letztendlich die Anpassung im Sinne der Muskelhypertrophie. Wobei man auch hier noch einmal beim Workload sagen muss, man muss diese Schwelle finden, ab wann sinkt die Effizienz, ab wann ist es nicht mehr wirklich relevant, wann haben wir keine praktische Relevanz mehr für den Muskelaufbau und wann macht es dann mehr Sinn, das Gesamtvolumen über mehrere Trainingseinheiten pro Woche letztendlich aufzuteilen. Es ist naheliegend, dass der Workload entscheidender ist als die Ausbelastung. Eine Ausbelastung jedoch zumindest bei Sätzen mit geringer Intensität zu einer höheren Reaktion der Muskelproteinsynthese führen kann. Hier in dem Fall einfach verglichen mit einem leichten Gewicht, einer niedrigen Intensität, aber ohne Ausbelastung. Also auch hier gibt es im Labor von Stu Phillips ganz interessante Studien, die das mit 30% One Repetition Maximum getestet haben. Das heißt sehr hohe Wiederholungszahlen, 35 Wiederholungen, dann den Punkt des Muskelversagens erreicht und dann ist die Muskelproteinsynthese anschließend auch ordentlich nach oben geschnellt. Das bedeutet, wir können also auch mit niedrigeren Gewichten letztendlich die Proteinsynthese steigern und unseren Muskelaufbauprozess damit fördern. Wir müssen also nicht immer nur schwer trainieren. Die Frage ist natürlich nur, ab welchem Intensitätsbereich macht das Ganze Sinn? Ab welchem Intensitätsbereich haben wir diese Anpassung, die wir auch tatsächlich erreichen wollen? Oder ist vielleicht letztendlich auch ein gewisses Ermüdungslevel notwendig, was wir hieraus ziehen könnten? Das bedeutet, wenn man einfach sagt, okay, man trainiert mit geringere Intensität, hohen Wiederholungszahlen, nicht bis zum Muskelversagen und hat einen geringeren Anstieg der Muskelproteinsynthese im Vergleich zur niedrigen Intensität bis zum Muskelversagen, ist natürlich die Frage, inwiefern spielt die Ermüdung denn tatsächlich auch noch eine Rolle. Wer sich ein klein wenig mehr mit der ganzen Sache auseinandersetzen möchte, dem sei definitiv dieses Buch empfehlen, Science and Development of Muscle Hypertrophy von Brad Schönfeld, sicherlich einer der führenden Wissenschaftler und Praktiker auf oder in diesem Bereich. Link habe ich in der Videobeschreibung über Amazon, könnt ihr euch das Ganze bestellen, ist nicht ganz günstig, kostet knapp 50 Euro, lohnt sich aber definitiv, denn hier ist alles drin, was man über Muskelaufbau denn tatsächlich wissen muss. An dieser Stelle möchte ich mich auch schon wieder bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert oder über eure sozialen Medien teilt. Solltet ihr mit diesen Prinzipien Erfolge feiern, würde ich mich auch freuen, wenn ihr über folgende Hashtags, das heißt Hashtag I am built by science, alle zusammen, oder Hashtag logisch ernähren, eure Erfolge mit uns teilt und uns euer Feedback schenkt. Ihr könnt dadurch automatisch auch an diversen Gewinnspielen, die jetzt in Zukunft noch kommen werden, teilnehmen. Ansonsten freue ich mich natürlich auf die nächste Folge mit euch und bis zum nächsten Mal bei Build by Science.